Mikrofon check 1, 2, was ist das? Mikrofon check 1, 2, was ist das? Yeah. 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 Mikrofon check 1, 2. Leute denken, das, was ich mache, wäre eine gesellschaftskritische Persiflage. Aber das stimmt nicht. Okay, das stimmte mal, aber das stimmt jetzt nicht mehr. Alles, was ich jetzt noch sage, hat keinen tieferen Sinn mehr. Ich wollte konstruktiv sein und zum Nachdenken anregen. Von wegen ging leider daneben. Und ich bin selbst schuld, denn ich hab versucht, den Leuten einen Spiegel vorzuhalten. Aber dem zufolge sah ich eben durch die Augen jener Menschen, die ich kritisierte. Und dann fing ich an, wie sie zu denken. Ich bin kein gescheiterter Musiker. Ich bin ein gescheiterter Zyniker. Der Typ, den ich einst in meinem Spiegel sah, ist ab dieser Platte leider nicht mehr am Start. Tut mir leid, dass es nicht in der Produktbeschreibung steht, okay? Willkommen auf der Tourette-Syndrom-EP. Yeah. Yeah. Und es geht oh la di da di da, Ladies und Gentlemen. Es ist der Edgar, ich bin back in meinem Element. Ich lass die Handschellen an meinen Gelenken hängen. Dafür beseitige ich den toten Körper der Wärterin. Hat sich die Geschlechtsumwandlung doch gelohnt. Ich bin Gefängnisinsassen ganz ohne Menstruation. Doch dank der Tatsache, dass ich Zellengenossinnen erdrossel, hab ich jeden Monat neues Blut an meinen Klamotten. Lausche meiner Reimkunst über rauschendem Polizeifunk. Ich schlag deine verdammte Schädeldecke auf, als wär sie ne Zeitung. Ich bin Künstlerin, bemal die Zellenwände mit deinem Blut. Chauvinismus funktioniert leider auch umgekehrt. Ich prügel Mario Barth wieder zurück an den Herd. Mir doch scheißegal, ob ich gut Auto fahren kann. Im Gegenteil, ich zieh Polizisten aus dem Verkehr. Edgar Wasser, er ist guter Mädchen. Ich sitz Haftstrafen ab in Gebärmutterkrebszellen. Ohrfeige meine Herkules ähnelnden Lustknaben, wenn sie mich beim Ferngucken nerven. Ich verstümmel dein Genitalbereich mit nem stumpfen Beil. Wie oft hab ich dir gesagt, dass die Klobrille unten bleibt? Ich benutze keinen Schminkspiegel, ich habe Messerklingen. Männer sind Schweine und ich bin die Metzgerin. Oh. Wo ist mein Schnaps? Yeah. Ich bin ein waschechter Künstler, ich bring meine Gefühle zum Ausdruck. Aber nur wenn man mir Alkohol im Bauch pumpt, dann bin ich richtig ehrlich, sagt man mir zumindest. Ich erinnere mich an nichts, wenn der Flaschengeist verschwindet. Alles wird grau, wenn die Nüchternheit erreicht ist. Erbrochenes klebt an meiner künstlerischen Seite. Heute bin ich aufgewacht in irgendeinem Badezimmer. Ich schrieb ein Gedicht darüber, es hieß, alles war wie immer. Zu viel Klarheit ist nicht gut für die Kunst. Setz die Flasche an den Mund, nimm nen Schluck von dem Rum, bis pures Ethanol durch deine Blutadern pumpt. Echte Wahrheit entsteht nur, wenn die Vernunft mal verstummt. Sie sagen, ich hab ein ernstes Problem. Aber was soll's, ist das Glas halb leer, dann trink ich's halb voll. Ich kann mich zwar nicht erinnern an die Wörter, die ich schrieb, doch ich kann sie lesen und deswegen hörst du dieses Lied. Oh yeah, oh yeah, yeah, oh yeah. Aha, aha, yeah, oh yeah, yeah, oh yeah. Du siehst mich auf dem Dach eines Hochhauses, wie ich Flugzeuge aus der Luft schnappe. Sollten sie mich töten, werden sie es bereuen. Spätestens nach der ersten Maschine im Gebäude. Hab ich's doch gesagt, oder nicht? Ich wäre der Beste, wenn ich wüsste, wie man meinen Namen ausspricht. Also rein von der Betonung her, was den Klang betrifft. Also echt nur phonetisch, nicht grammatikalisch. Meine Konkurrenz, ich lach über die Trottel. Zukowski mit Tippfehler im Vornamen. Roffel, sie sagen, ich wär der Dümmste. Wer ist jetzt der Idiot? Es gibt immer einen Dümmeren. Oder ist Specs etwa tot? Yeah. Faust schreibt, im Anfang war die Tat und nicht das Wort. Ist mir jetzt nicht ganz klar, was das heißt. Denn ich kenn da so ein Wort, das aus Buchstaben besteht. Es beginnt mit BE und endet mit Tindert. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das, was dieser Faust gesagt hat, an Sinn macht. Was ist behindert? Ein Mensch mit einer geistigen oder körperlichen Einschränkung? Oder heißt das nicht sowas? Und ist das dann die Tat? Und das Wort kam dann danach, oder wie läuft das?
Und warum zum Teufel hat das Wort dann eine andere Bedeutung? Ich bin verwirrt, ich dachte, er hat gesagt, das Wort hinge von der vorausgegangenen Tat ab. Ist viel zu kompliziert, das geht doch simpler. Wenn das die Aussage ist, ist der Satz voll behindert. Oh, Worte sind keine Waffen, Worte sind die Tat, die mit ihnen begangen wurde. Diskriminierung ist nicht cool, du Spast. Diskriminierung ist behindert. Oh, yeah. Worte sind keine Waffen, Worte sind die Tat, die mit ihnen begangen wurde. Diskriminierung ist nicht cool, du Spast. Diskriminierung ist behindert. Yeah. Fucking awesome ist, was ich mach. Bild dir nicht ein, dass du etwas zu sagen hast. Halt die Klappe, mach jetzt Platz. Andernfalls wird dein Adamsapfel abgehackt. Mit einer scharfen Axt und dann verpackt in einem Plastiksack. Ich bin der Beste, keine Zweifel, was das anbelangt. Deine Existenzberechtigung wird hiermit aberkannt, Mann. Ich stampf deine verdammte Schädeldecke ein und trampel dann auf deiner Gehirnmasse herum. Gedankengang. Ich hab vergangene Nacht ein Westerwelle-Attentat geplant, aber das Ganze scheint leider leichter gesagt als getan. Doch ich hab schon mal damit angefangen, dem Bastard voller Tatendrang meinen Schwanz in seinen Hals zu rammen. No homo. Yeah, Cap Kendricks. Yo. Was ihr produziert, ist mir doch egal, denn wir korrigieren 4 Tonnen Stahl mit deiner Hand, mit deiner Hand. Was ihr macht, ist Müll, ich steh allein zwischen den Flammen, während das Plastik schmilzt. Was ihr produziert, ist mir doch egal, denn wir korrigieren 4 Tonnen Stahl mit deiner Hand, mit deiner Hand. Was ihr macht, ist Müll, ich steh allein zwischen den Flammen, während das Plastik schmilzt. Oh, Cap Kendricks, ich exekutiere Wack MCs, wenn ich den Sampler bediene. Deine Rap-Analyse ist wie Sex ohne Liebe, weil ich echte Gefühle nicht mit Technik kaschiere. Du gehst in den Liquor-Store, kommst dir so wie Biggie vor, aber mich zu ficken kannst du knicken wie ein Rittersport. Und dein Plattenlabel gibt dir jetzt ein Image vor und bucht für deine nächste Single einen Kinderchor. Für dein Video suchst du leicht bekleidete Frauen, noch stehen sie in dem eiskalten Raum. Zieht sich keine mehr aus, denn das Geld, das du peinlicher Clown für die Heizkosten brauchst, ging für den Leihwagen drauf. Geh mal aus dem Weg, wenn der Edgar float. Ich hab ein Gedicht verfasst und es geht so. Geh mal aus dem Weg, wenn der Edgar float. Ich hab ein Gedicht verfasst und es geht so. Ich bin so etwas wie Goethe und Franz Kafka, nur mit dem Intellekt der Gouverneurin von Alaska. Wenn um Mitternacht das Licht noch an in meiner Küche ist, zerstückel ich den Körper von der 12-jährigen Sandra. Bösartiger Bastard, über den die Nachbarn sagen, dass er wirkte wie ein gewöhnlicher Familienvater. Ein größenwahnsinniger Mörder mit einer Streitaxt tötet ein paar Schönheitsköniginnen auf einem Parkplatz. Frag mich bitte nicht, was Nächstenliebe bedeutet. Gefühle sind für mich ein theoretisches Konzept. Meine Seele ist ein leerstehendes Gebäude, das nur beheizt wird, wenn ich jemanden umbring. Ein geräumiges Gefrierfach kommt ganz gelegen, um seine Mordopfern die Gliedmaßen abzusägen. Ja, ich bin lieb zu Kindern. Was dachtest du, warum sie denn immer von mir auf dem Spielplatz vergraben werden? Toni meinte, ich hätte mich echt stark verändert. Ich merkte an, erst seitdem ich dich kennengelernt hab, ja okay, und seitdem ich Cannabis konsumier. Was Soundcheck, ich muss mich auf die Haribos konzentrieren. Geh mal weg da, ich hab eine versteckte Agenda. Die Bremskabel durchtrennen an jedem Hipster-Rennrad. Rattengift in die Club, Marte, als die Bullen kamen, sagte ich, kümmert euch nicht um mich. Klärt ruhig erstmal die Schuldfrage. Alles was ich beherrsche ist Agitation. Hand hoch, wär's für ein Schwulen-Propaganda-Verbot? Ich sag es mal so, also ich eigentlich schon, nicht weil ich schwul hasse. Ich bin Fan von Snuff-Videos. Yeah. Pete. Jedenfalls hab ich angefangen, Texte zu verfassen, nachdem man mir in der 6. Klasse die Eminem-Show brannte. Fing an zu rappen mit dem Laptop von meinem Vater, damals als Meckes und Plan B grad Theaterstücke machten. Spul ein bisschen vor, Stopp, Oktober 2010. Stockholm-Syndrom, EP, Blogs, die mein Name erwähnt. Top, alles voll okay, ich mein, da war ich ja noch dope. Heute würde ich's nicht verstehen. Wenn du ein Edgar Wasser-Fan bist, dann mach mal dieses Lied hier aus und hör die Tracks an von damals. Da gab's mal einen Künstler, der wirklich was zu sagen hatte, der nicht das machte, was alle von ihm erwarten. Doch nach und nach ließ er irgendwie nach, und nach seiner 7. EP war dann irgendwie alles, was noch kam, für den Arsch. Zumindest zum Großteil, zumindest nicht so geil, wie es einmal war. Ich wollte nicht so sein, ja. Ich wollte so sein wie ich selbst.
Also kopierte ich mich selbst, wurde technisch krasser, nur textlich leider nicht. Was für ein Scheißpech, dass ich nicht Savage bin. Ich hätte geschworen, dass ich niemals etwas rausbring, von dem ich nicht 100% überzeugt bin. Da war ich mir echt sicher, also ohne Scheiß. Und wenn du dieses Snippet hörst, lag ich wohl trotzdem falsch.